Heldenkram, der YouTube-Kanal rund ums Tabletop, wird unterstützt durch Tellurien, der freundliche Spieleladen in Dortmund. Hallo und herzlich willkommen hier beim Heldenkram. Mein Name ist Herr Chris und ja, es ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem Warhammer Talk. Heute wollen wir das Thema besprechen Gelände, sprich den Unterschied zwischen gekauftem Gelände und selbstgebautes Gelände. Und naja, dafür habe ich mir den optimalen Gast ausgesucht, nämlich den Lars, der fleißig selber Gelände baut. Hallo Lars. Jo, hi. Hi Chris. Ja, und wir wollen heute einmal das Video in 5 Teile aufteilen. Nämlich, wir gucken uns 5 Aspekte an zwischen den beiden Teilen. Nämlich, wir gucken uns einmal natürlich den Preis an. Dann gucken wir uns die Flexibilität bei dem Gelände an. Wir werden uns auch den Zeitaufwand natürlich anschauen. Sowohl den Transport und auch die Aufbewahrung. Das sind so unsere 5 Kategorien. Wir werden sie nach und nach drauf eingehen und werden da auch dann entscheiden quasi, so wer welche Kategorie für sich entscheidet und was natürlich am Ende dabei rauskommt. Ich bin halt der Käufer und Blas ist halt der Bauer. Ich bin der Bauer, ja. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum ersten Punkt des Preises. Also ich vertrete so ein bisschen immer das käufliche Gelände und der Lars, wie gesagt, das gebaute. Deswegen würde ich natürlich jetzt sagen, vom Preis her ist jetzt, wenn man natürlich aufs GW-Gelände guckt, ist man da schon recht teuer dabei. So zumindest so auf den ersten Blick. Wir haben nämlich so ein Geländeset, kostet mal eben 150 Euro und du hast so ungefähr ein halbes Spielfeld. So, wir reden hier von so einer 4x4-Matte, aber wenn wir größere Matches spielen wollen, eine 6x4, so ich sag mal 2000, 3000 Punkte, das ist auch so ungefähr unser Maßstab für das ganze Format, für normale Schlachten. Dann bräuchte man bei GW vielleicht sogar zweimal dieses Set, da bist du mal 300 Euro. Aber bei einem gekauften Gelände ist ja der Vorteil, es gibt ja eine verdammt viele Alternativen. Also alternative Anbieter. Wenn man halt sagt, das stimmt. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt von GW, gibt es ja genug Händler, die auch Tabletop-Gelände anbieten im Fantasy-Bereich oder man muss ja noch nicht mal im Science-Fiction-Bereich bleiben, sondern man kann auch Fantasy-Sachen nehmen, weil dann ist das einfach eine andere Welt, ne, ist ja flexibel. Da kriegt man das schon wesentlich günstiger und wenn man es vielleicht sogar noch günstiger haben möchte, dann gibt es ja sogar MDF-Gelände, wo du dann für um die 100 Euro ein komplettes Schlachtfeld zusammen hast. Mit auch höhere Gelände, ne, ich habe zum Beispiel ein Set zu Hause, da hast du halt 2 Kirchtürme dabei, die dann aber auch halt ungefähr so, ich weiß nicht, ich denke mal so 15 Zoll, 10 bis 15 Zoll hoch sind. Das Set ist halt, das habe ich alles doppelt, damit das halt die Karte gespiegelt ist und das hat mich irgendwie keine 100 Euro gekostet und vor allem in neuem Zustand. Und dann habe ich natürlich noch einen Faktor beim Preis, der mir persönlich sehr wichtig ist. Falls man keine Lust mehr auf dieses Gelände hat. Ich sag mal, ich habe mir jetzt ein Industriegelände gekauft und ich möchte einfach keine Industriewelten mehr spielen. Dann kann ich zum Beispiel so ein GW-Gelände sehr, sehr gut wieder verkaufen. Man hat also immer noch einen hohen Wiederverkaufswert, weil Gelände wird immer gebraucht. Und die meisten Leute kaufen sich halt nur das GW-Gelände zum Beispiel. Und das kriegt man halt ganz so gut los. Und ja, mal gucken, was der Lars uns jetzt so Schönes erzählt. Ja, natürlich habe ich mich perfekt darauf vorbereitet. Ich werde dir natürlich deine Argumente jetzt schön um die Ohren schmeißen. Nein, also im Grunde genommen hast du mit allem recht, was du da gesagt hast. Also das GW-Gelände als Preisfaktor zu nehmen, ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil wer jetzt natürlich ein schönes Gelände haben möchte, ist bei GW und ähnlichen Preisligen sehr gut aufgehoben. Die Platte sieht dann wirklich atemberaubend aus, vor allen Dingen, wenn man dann auch talentiert ist beim Bemalen. Deinen zweiten Kostenfaktor, der MDF, ist im Endeffekt ähnlich. Man hat eine günstige Variante, sieht dann natürlich ein bisschen plastischer aus. Genau das Gleiche kann ich auch in dem Modellbau betreiben. Das heißt, baue ich wirklich hochwertig, dann habe ich einen hohen Kostenfaktor, gerade wenn ich damit anfange, weil ich brauche auch die entsprechenden Maschinen, die nicht günstig sind. Ne, so ein Heißdrahtschneider von diversen Firmen, die fangen bei 50 Euro an und gehen auch schnell mal in die 100 bis 150 Euro. Dann brauche ich Zubehör. Ich brauche vielleicht Gehrung leere Schienen, ich brauche Halterung, ich brauche Schraubzwingen, ich brauche verschiedenste Klebsorten, ich brauche verschiedenste Materialien, Werkzeug von klein bis groß. Das heißt, je nachdem, wie intensiv ich das betreiben möchte, ist der Anschaffungspreis enorm hoch und da reden wir
ganz locker mal von mindestens 1000 bis fast schon 2000 €, wenn ich gut ausgestattet sein möchte. So, jetzt kann ich natürlich auch in Richtung MDF gucken und sagen, okay, ich kann natürlich auch ein bisschen mindere Qualität bauen und baue das ein bisschen einfacher. Nimm halt, schneide nicht mit einem Heißdrahtschneider, sondern vielleicht nur mit einem Cutter, habe eine geringe Anschaffungskosten, aber werde das MDF dennoch nicht unterbieten damit. Das heißt, wir müssen dann zweierlei Sachen auseinanderhalten beim Basteln, Selbstbauen. Entweder ich baue das wirklich viel und lange Zeit, dann werde ich irgendwann günstiger. Oder ich kaufe lieber, weil ich nur einmalig oder das zweimalig brauche. Ne? Ja. Und beim Wiederverkaufswert ist man natürlich beim Modellbau auch nochmal ziemlich näse, weil da musst einfach den einen Lucky Punch landen, denjenigen zu finden, der dein Zeug braucht. Weil du wirst es so bauen, wie es dir gefällt und wie es so auf der Welt kein zweites Mal gibt. Und wenn das nicht wirklich atemberaubend aussieht, kriegst du nicht so einfach jemand an der Stange, der das dir für gutes Geld abkauft. Du wirst es los, aber für kleines Geld. Ja, also würde ich jetzt mal das zusammenfassen. Also wir haben eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, für, wir gehen mal jetzt von ein, zwei Platten aus, so was man so in der Regel hat als normaler Hobbyist, dann ist man beim gekauften Gelände eigentlich günstiger, wenn man es auf einem vernünftigen Standard machen möchte. Ne? Man Ja, kann bestimmt auch würde ich sagen. also so Mittelstandard nehmen, dann bist du nicht bei 1000 oder 2000 €, dann bist du vielleicht auch bei 500 oder 600 €. Ne? Aber du bist dann immer noch teurer in der Regel. Genau, also immer den Gesamtpreis natürlich gesehen. Ne? Ich habe natürlich die Möglichkeit, Stück für Stück mir anzuschaffen, beim Basteln, wie aber auch beim Selbstkaufen. Ne? Also ich kann mit kleinen Sets anfangen und kann später größer werden und beim Bauen genauso. Ich kaufe mir Maschinen Stück für Stück, also keiner investiert 2000 € am ersten Genau, Tag. aber deswegen Aber würde ja. ich sagen, liegt das gekaufte Gelände eigentlich so mit 1-0 jetzt in Führung bei dem normalen Hobbyisten, wenn du das. Ja, gehe ich Wenn leider mit. du es beruflich machen möchtest oder wie auch immer, dann wird sich auf langer Sicht das, wie du sagtest, halt ausgleichen, beziehungsweise irgendwann sogar günstiger werden. Aber für den normalen Hobbyisten ist das gekaufte Gelände erstmal günstiger. Definitiv. Würde ich So, auch dann sagen. kommen wir, und würde ich auch sagen, kommen wir direkt schon zum zweiten Thema, zu der Flexibilität. Ich würde sagen, da kannst du gerne anfangen und ich versuche deine Argumentation zu beenden. Alles klar, probieren wir es mal. Im Grunde genommen würde ich natürlich sagen, wenn ich selber baue, bin ich immer mein eigener Meister. Das heißt, da, wo meine Fantasie und mein Können endet, endet auch meine Möglichkeit. Und die Fantasie ist in der Regel grenzenlos und Können kann ich mir aneignen. Also wenn ich jetzt nicht ganz auf den Kopf gefallen bin, kann ich eigentlich alles bauen, was ich mir vorstellen kann oder was ich mir irgendwo abgucken kann. Ich kann auch wunderschöne Sachen, die es original zu kaufen gibt, kann ich natürlich versuchen, günstig nachzuproduzieren. Man redet natürlich beim Basteln nicht immer nur, dass ich jetzt ein Gebäude aus Styrodur baue. Nö, ich habe ja auch die Möglichkeit, mir Sachen abzuformen aus Silikon, kann mir das dann aus Gips, aus Harz nachgießen und kann mir Teile auch selber produzieren, was dann immer noch nicht gekauft ist und immer noch viel günstiger wird. Und dann kommen wir natürlich auch schnell mal in eine Art Massenproduktion. Ne? Aber da gehört dann wieder Können und ein bisschen Wissen mit dazu und natürlich auch wieder das ein oder andere der Anschaffung. Also im Grunde genommen würde ich sagen, ich bin beim Basteln so gut wie gar nicht eingeschränkt, wenn ich nicht selber beschränkt bin. Ja, dann würde ich eigentlich auf das Gekaufte eingehen. Beim Gekauften ist man eigentlich auch sehr, sehr flexibel. Da ist so das große Problem. Man ist vom Geld in der Regel irgendwann gebremst. Jetzt hast du gerade das schöne Beispiel gesagt mit dem Abgießen. Ne? Ich sage, da habe ich gerade sofort im Kopf gehabt, ja, so kleine Kacheln oder so oder Pflastersteine. Ne? So beim Gießen sind das Pfennigartikel am Ende. Aber kaufst du dir so Richtig. fertige Steine, sind das Hunderte von Euros für so eine Spielfeldplatte am Ende. Ne? Absolut. Also da ist man dann, ja, flexibel immer noch, aber es sprengt dann irgendwann das Portemonnaie und dann sagt das Portemonnaie, nee, bis hierhin und nicht weiter. Genau. Und sonst ist man natürlich von der Flexibilität her schon auch noch da, weil, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Anbieter, die natürlich auch sämtliche Sachen anbieten. Aber da muss man natürlich dann überlegen, ab wann wird es einfach zu teuer. Ne? Also ich kann mir natürlich das super tollste Gelände kaufen von irgendwelchen 3D-Künstlern, aber da bezahlt sie wie 1000 Euro für und das sieht natürlich mega super toll aus. Aber dann ist die Flexibilität auch irgendwie begrenzt, weil wir haben einfach das, nur das, was uns der Händler anbietet. Egal bei welchem Händler, wir kriegen halt das in der Verpackung, was wir kaufen. Ja, Und stimmt. da, wenn man es so runterrechnet, ist die Flexibilität eigentlich gegen null. Du kannst alles kaufen, ja,
Aber das wäre immer alles beim Preis und bei der Flexibilität kannst du nur das haben, was du in der Box hast. Dann würde ich sagen, dann habe ich gerade einen Ja, Punkt denke gewonnen. ich auch. So, dann würde ich aber auch sagen, was heißt den Punkt gewonnen? Du bist doch nur in die Vertretung von den Bauern hier. Ah, wir müssen das Ding gewinnen. So, wir haben dann natürlich den Zeitaufwand. Ich würde sagen, ich fange da wieder an. Ne? Das läuft ja ganz gut hier mit dem Wechsel. So, der Ja. Zeitaufwand. Was ist der Zeitaufwand beim Gekauften? Zählt dann schon, dass ich gehe in den Laden und kaufe mir das Set? Ach komm, ich bin so gnädig, ich gebe dir diese Zeit. Ich gehe in den Laden, ich kaufe mir das. Wie Ja, großzügig. dann packe ich es aus, ich baue es zusammen und dann tue ich es halt bemalen. Punkt. Also Zeitaufwand ist schon das geringstmögliche. Und ich glaube, mehr Argumentation brauche ich gar nicht. Ja, leider Gottes ist der Zeitaufwand beim Selbstgebauten natürlich ein ganz anderer. Ne? Also klar, wir gehen auch im Laden, wir kaufen im Bauhaus oder wir suchen auf Baustellen nach Materialien, wir kaufen im Internet. Der Zusammenbau ist wahrscheinlich auch wesentlich zeitaufwendiger, weil bei dir ist es eher das Lego-Prinzip. Ne? Du kaufst die Teile, du hast eine Anleitung in der Regel, du baust es eigentlich stupide zusammen. Vielleicht veränderst du eine Kleinigkeit, weil es dir optisch schöner ist, aber du hast das schnell zusammengebaut. In meinem Fall, wenn ich jetzt so ein Haus baue, da ist die Planung dabei, dann mache ich Recherche, wie baue ich, dann suche ich mir Bilder raus, ich bereite meine Sachen vor, ich brauche den Ort und den Platz dafür, was dann das der Nachteil ist. Du musst deine Maschinen aufbauen, wenn du jetzt nicht gerade einen Hobbykeller hast, wo du alles dauerhaft so stehen hast. Dann fängst du an, endlich zu bauen und dann merkst du mal, wenn du zwei Wände hochgezogen hast, dann sind da mal schnell 3, 4 Stunden vorbei und denkst, wow, da muss ich morgen weitermachen. Da hast du dein Haus wahrscheinlich schon fertig und hast schon die Grundierung drauf. Dann kommt natürlich der nächste Schritt. Ich kann bei dem Selbstgebauten oftmals gar nicht so schnell die Bemalung machen, weil ich muss noch Trockenzeiten abwarten. Auch mit dem Grundieren muss ich vorsichtig sein. Ich brauche eventuell sogar noch ganz andere Farbstoffe, um zu bemalen, weil einfach aus der Sprühdose zu aggressiv, das versaut mir dann mein Styrodur. Das heißt, auch da wäre Zeitaufwand plus Kostenfaktor, weil ich brauche viel mehr Material. Ne? Also da würde ich sagen, definitiv ein Minuspunkt fürs Selbstbauen. Juhu! Nein, Spaß beiseite. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Transport und naja, da kannst du ja auch mal direkt loslegen. Genau, beim Transport ist es eigentlich auch wieder ein kleines Problem, weil die selbstgebauten Sachen sind oftmals natürlich auch empfindlicher. Also ich habe jetzt das erste Material Styrodur mal erwähnt, daraus bauen, ich würde mal denken, 80, 90% aller Modellbauer ihre Gelände, weil es einfach ein unglaublich leichter Werkstoff ist. Styrodur ist übrigens nicht das wirkliche, die wirkliche Bezeichnung, das wäre die Firma. Styrodur ist eigentlich ein Hartschaum, den es in verschiedenen Porenstärken gibt, da gehen wir aber zu weit ins Detail. Er ist aber leicht, er ist günstig und darauf bauen wir das. Aber er hat halt den entscheidenden Nachteil, er ist unglaublich empfindlich. Fällt mir das Werkstück runter, habe ich schnell Druckstellen. Farbe könnte dadurch kaputt gehen. Fasse ich es zu grob ab, an, kann mein Fingernagel damit eindringen, weil es halt wirklich ein weiches Material ist. Auch von der Bearbeitung und alles drum und dran ist das sehr gefährlich. Deswegen ist der Transport so eines Werkstückes eher ungeeignet. Das bedeutet, ich brauche wieder gute Transportboxen dafür. Und ich habe auch noch keinen erlebt, der eine ganze Platte so transportiert hat. Also in der Regel, Transport fällt da eher aus. Das baue ich mir eher für den Eigenbedarf. Ja, dann würde ich doch auch mal weitermachen. Also ich teile das jetzt mal auf in MDF und in Kunststoff. So, der Kunststoff, wir transportieren unsere Minis. Und ich denke, außer mal irgendwie vielleicht mal eine kleine Zacke, die man abbricht, kann passieren, wenn man durch doofen Transport, klar. Aber beim Gelände hast du in der Regel nicht diese ganz kleinen filigranen Sachen dran. Und du kannst Kunststoffgelände sehr, sehr gut transportieren. Ne, ein bisschen Schaumstoff und was soll passieren? Ich sag mal, klar, es könnte mal sein, dass man ein bisschen Farbe abkratzt, aber mein Gott, dann tut man es halt vorher ein bisschen, tut man es vorher halt lackieren. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch geringer, dass das passiert. Also würde ich sagen, ist das Kunststoffgelände reibungslos, ohne Probleme zu transportieren. Bei dem MDF-Gelände sieht es etwas anders aus, weil MDF ist halt dann auch die etwas günstigere Variante. Da haben wir natürlich schon das Problem beim Transport, gerade an den Kanten. Mal so eine Stoßkante, dann kann das mal da ein bisschen was abbrechen, also weg, noch nicht mal abbrechen, sondern einfach nur so ein bisschen auseinandergehen, dieses MDF, weil es ist ja nur so zusammengeklebt. Dann verliert man da die Farbe und es sieht dann irgendwann doch schon ziemlich schmuddelig aus. Das ist schon so ein kleiner, also bei MDF ist schon schwieriger, das öfters zu transportieren, aber
Ne, wenn wir sagen, wir kaufen uns alternativ, also jetzt kein MDF-Gelände, ist Kunststoffgelände eigentlich wirklich, was soll passieren? Ja, also wir transportieren unsere Minis halt auch. Ja, das unterschreibe Ja, ich. also auch da würde ich sagen, geht es dann doch eher zu dem gekauften Gelände, dieser Punkt. Und dann kommen wir auch eigentlich schon zum letzten Bereich, nämlich die Aufbewahrung. Das ist natürlich jetzt auch eine Thematik, da müsste man so ein bisschen ausholen, weil was gehört alles zu dem Geländestück dazu oder was wurde alles benötigt, um dieses Geländestück zu machen? So. Ja, natürlich. Also ich habe natürlich nicht nur das reine Gelände oder die Werkstücke, die ich lagern muss, sondern natürlich auch das Restmaterial oder meine Lagerkapazität muss da sein, um alles zu lagern, die Farben, das Werkzeug. Das heißt, bei mir ist es so, ich habe einen großen Keller, da kann ich mich relativ breit machen, da steht alles relativ gut bereit. Ein anderer Freund hat vielleicht nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung, muss sich die mit seiner Frau teilen und hat dann da vielleicht nur 2 Quadratmeter Platz in einem Schrank. Das heißt, wer wirklich basteln möchte, der muss wirklich wissen, da kommt einiges zusammen. Vor allen Dingen, wenn man halt auch das Material günstig sammeln möchte und man auf der Baustelle mal schnell so eine Styrodurplatten sammelt. Die Dinger sind groß, die wollen irgendwo gelagert werden. Holz muss ordentlich gelagert werden, damit es sich nicht verbiegt. Also Lagerung ist wirklich ein entscheidendes Thema, ne? Auch von der Luftfeuchtigkeit. Die meisten Materialien dürfen nicht zu nass gelagert werden, auch die Maschinen nicht. Also Keller muss relativ trocken sein. Also das ist schon ein Knackpunkt und da haust du mir definitiv jetzt was um die Ja, Ohren. das denke ich auch. Also, was brauche ich denn zur Aufbewahrung? Also, erstmal alles, was oder was habe ich gebraucht, um dieses Modell, also dieses Geländestück zu produzieren, beziehungsweise zu besitzen? Die Pappe, Geld. ja, Geld. Das Geld lagert man in dem Falle nicht mehr. So, die Pappe ist weg. Die Gussrahmen sind in der Regel in die Tonne. Das heißt, ich habe wirklich am Ende nur noch das nackte Geländestück. Und das kann man in schönen Kunststoffboxen halt lagern. Ne, so, wenn man dann halt, dann ist es halt auch staubgeschützt. Oder man macht das so wie ich. Ich habe sie mit in der Vitrine stehen, wo ich dann meine Püppchen mit draufstehen habe. Das heißt, es nimmt kein, noch nicht mal, wenn ich das so wie in der Vitrine, es nimmt noch nicht mal extra Platz weg, weil die Miniaturen stehen ja eh in der Vitrine und dann steht es halt einfach nur eine Etage höher. Das heißt, ich habe mein Geländestück ohne Probleme verstaut und habe eigentlich keinen extra Platz verschwendet. Und ja, die Farben sind halt in den normalen Farbkoffer drin. Also bei mir jetzt im Farbkoffer, wo die ganzen Miniaturfarben mit drin sind, weil damit male ich, ich brauche auch keine andere Acrylfarben oder sowas, brauche ich ja auch alles nicht. Und das heißt, ich habe nicht wirklich viel, was, wo ich sagen muss, ich brauche viel Platz zum Aufbewahren. Beim MDF sieht es ein bisschen anders aus, aber vom Grundprinzip her ist es auch, kann ich auch in die Vitrinen stellen oder in Plastikboxen lagern. Ne? Da muss ich nur ein Absolut. bisschen besser aufpassen, wie ich es lagere, damit es keine Stoßprobleme gibt. Aber unterm Strich ist die Aufbewahrung immer noch nur noch das nackte Gerät, das nackte Geländestück. Ja. Also würde ich sagen, es hat mich doch jetzt im Nachhinein so ein bisschen erschrocken, dass eigentlich so dieses Ergebnis zwischen Pro und Contra für Kauf und gekauftes und selber gebautes, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, so selbstgebautes, ja, ist irgendwie alles immer günstiger, man hat wesentlich flexibler, eigentlich ist das wesentlich toller. Aber jetzt, so wie wir jetzt, das mal wirklich auf Herz und Nieren mal genauer angeguckt haben, ist doch das Gekaufte ziemlich stark im Vorteil. Ne? Wir haben halt wirklich sehr deutlich, also das Gekaufte hat in 4 Punkten ja, also besser abgeschnitten. Aber unterm Strich ist es ja so, was ist einem persönlich wichtig? Hab ich ein bisschen Geld über? Kann ich mehr ausgeben? Kann ich auch flexibler sein? Kann ich mehr Aufwand machen? Dann ist natürlich das Selbstgebaute besser. Oder man sagt, ich brauche diese Flexibilität nicht, ich kaufe mir dann einfach andere Sets. Bin ich beim Gekauften besser? Und ich würde sagen, eigentlich, jeder wird dann wahrscheinlich am Ende eine andere Meinung haben. Das ist jetzt unsere. Du wirst trotzdem wahrscheinlich weiter dein Gelände selber bauen. Ich werde trotzdem meins weiter selber kaufen. Ja, es macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, nach Jahren zu wechseln. Also man hat ja schon investiert. Du in dein gekauftes, ich in meine Maschinen und Genau. Material. Und ich würde sagen, lasst uns das doch gerne mal wissen, was ihr so macht, ob ihr selber Gelände baut, selber kauft. Und ja, ich würde sagen, danke Lars, dass du heute da warst. Sehr Danke, dass wir gerne. darüber sprechen konnten. Und ich würde sagen, ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Warhammer Talk. Und in diesem Sinne, bleibt heldenhaft. Ciao. Tschüss.